So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge vom Minecraft Mega Projekt Staffel 2. Und in der letzten Folge haben wir quasi ein bisschen der Creeper ist einfach despawned, alles klar. Haben wir auf jeden Fall einfach mal ein bisschen hier nochmal die Fläche oder was sagen wir einfach da hinten die Fläche ein bisschen weggemacht, quasi, also ein bisschen Terraforming gemacht und dann einfach am Ende noch ein paar Monster geklatscht. Und auf jeden Fall in der Folge wollte ich jetzt mal vielleicht gucken, dass wir ein bisschen einrichtungsmäßig irgendwas machen. Und da ist noch ein Skelett drin und noch ein Zombie. Versuchen wir jetzt mal zu klatschen. Stirb, stirb. Ich finde immer diese... Ah ja, genau, den treffe ich natürlich nicht. So. Dann gucken wir doch mal, wie wir das hier so machen. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir hier vielleicht ein bisschen alles offen lassen. So, oder offener lassen halt generell. Weil... Keine Ahnung, das finde ich irgendwie besser, wenn das hier mehr offen ist. Ich würde auch vielleicht irgendwie sogar hier so eine Wand zumachen, weil das ist sonst irgendwie ein bisschen alles zu, viel zu viel Fenster irgendwie, finde ich. Ich finde, das sind sonst zu viel Fenster irgendwie. Vor allem, ich habe nichts mehr zu essen dabei. Was habe ich überhaupt alles hier für ein Kram drin? Ach Gott. So viel Stuff, den ich gar nicht brauche. Müssen wir erstmal nochmal Essen holen, würde ich sagen. Damit wir da noch mal ein bisschen was auf Vorrat haben. Wir müssen eh mal anfangen, uns hier ein paar Felder anzubauen. Oder vielleicht machen wir das, dann können wir schon mal ein bisschen im Voraus was machen. Dann nehmen wir uns das mal kurz mit. F 26 nehmen wir uns auch mit. Dann machen wir erstmal noch hier den ganzen Kram da rein, den wir jetzt nicht brauchen. Pfeile können hier oben rein. Spinnenfäden kommen da rein, Schießpulver kommt hier rein, verrottetes Fleisch wie immer da rein. Und dann haben wir noch so eine Hose, können wir die da dazu machen? Ja, die machen wir einfach hier dazu. Und wir haben noch Spinnenaugen. Spinnenaugen kommen da rein. So, dann machen wir doch mal hier. Ist da eigentlich, habe ich hier irgendwo noch was drin? Ah, hier ist sogar noch Glas drin, ja. Da ist noch Stein sogar drin. Dann machen wir es einfach mal hier rein, würde ich sagen. Dann holen wir mal hier noch das ganze Glas raus, was wir hier noch drin haben, von wann auch immer. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich gucke mal, ob hier sonst noch irgendwo was drin ist, aber es sieht man nicht so aus. Gut, da ist nichts mehr drin. Dann können wir das ja mal so lassen. Dann machen wir mal hier noch das Glas so lange rein. Und ich glaube, die Teile können wir jetzt auch erstmal doch nochmal alle wegmachen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Davon haben wir nichts mehr gehabt. Und die Steine kommen hier rein. Da haben wir noch eins vergessen. Erde kommt natürlich wie immer hier rein. Haben wir da noch was drin? Ach Gott, da ist auch noch ganz viel Kram drin. Immer so viel Unordnung. Ja gut, das sind nur so ein paar Farmsachen. Bisschen farmmäßig was. Wir nehmen trotzdem mal noch mal ein paar mit. Weil wir wollten ja eigentlich gucken, dass wir jetzt mal eine Farm bauen. Würde ich mal sagen, auf jeden Fall machen wir die jetzt erstmal improvisorisch. Improvisatorisch meine ich. Ach, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ich habe nirgendwo noch einen Eimer. Ernsthaft nicht? Doch, hier sind noch Eimer. Habe ich doch gewusst. So, dann holen wir uns noch ein paar Chests mit, dass wir da schon mal was haben. Und der Rest kann eigentlich hier drin bleiben. Die machen wir jetzt auch erstmal hier rein. Mann, ich muss hier irgendwie besser ausleuchten. Ich verstehe nicht, warum hier immer noch so viel Zombies spawnen. Hier ist doch eigentlich gut genug ausgeleuchtet. Verstehe ich nicht. Liegt das irgendwie am Boden oder so? Ich habe keine Ahnung. So, dann nehmen wir uns mal diese Chest hier mit. Und die Wasserdinger, Wassereimer haben wir ja. Und dann gehen wir mal los und bauen uns mal ein Farmland an. Na, 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 na. Jetzt haben wir natürlich hier wieder den ganzen Kram. Vorne habe ich, glaube ich, doch das Feld weggemacht, oder? Ich habe doch vorne das Feld. Ja, vorne das Feld ist weg. Gut, ich wusste nicht mehr. Deswegen habe ich nur nachgeguckt. Rein theoretisch könnten wir die Kühe jetzt gebrauchen und könnten uns damit dann schon mal eine Kuhfarm machen und so. Aber erstmal Weizenfarm und sowas.
So, da vorne ist ja auch irgendwo eine Wasserquelle sogar. Das ist gut. Oder da. Holen wir uns einfach die Wasserquelle. Würde ich sagen. Machen wir einfach hier kurz. Uns eine unendliche Wasserquelle, denke ich mal. Am besten erstmal direkt vors Haus. So. Einmal dahin. Eins. Zwei. Und dann füllen wir die ganzen Eimer schon mal auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auf jeden Fall, wo fangen wir an? Hab ich überhaupt so eine Hacke? Hier nicht. Habe ich hier eine Hacke reingemacht? Natürlich nicht. Muss ich doch nochmal runterrennen. Das können wir trotzdem hier hinstellen schon mal. Hier ist ja überall nichts mehr drin. Ich hasse es, wenn ich mal irgendwas vergesse. Daran sollte man denn eigentlich denken. Ich glaube, ich habe doch sogar ein paar gehabt, weil ich in dem im Waldanwesen und so drin war. Da waren doch irgendwie 10 Milliarden Hacken oder so drin. Ja, hier. Ich hole mir mal zwei mit. Die müssten reichen eigentlich auf jeden Fall. Zwei Stück sollten reichen. So. Haben wir erstmal 6 Minuten verschwendet und haben nichts getan. Aber egal. Am besten, ich fange einfach mal hier vorne kurz an. Wie viel kann man? Vier. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, hier muss das erste hin. Und dann können wir auch schon das ganze Feld mal hier bearbeiten. So. Ich mache das jetzt extra direkt da dran. So, jetzt haben wir hier eins. 2, 3, 4. So. Jetzt halt nur die Frage, was machen wir da hin, gell? 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier das nächste hin. Dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kommt hier das nächste hin. So, dann geht's mal hier weiter. 1, 2, 3, 4. Lassen wir es erstmal so. Das soll, glaube ich, fürs Erste reichen. Zumindest mal in die Richtung halt. Einmal alles abbauen. Oder, sag ich mal, den Boden ordentlich machen. Ich finde sogar, ich wollte jetzt mal unbedingt was testen später. Ich muss mal so einen großen, wie heißen die? Die Tiger-Biome muss ich mal finden. Wo die Riesenbäume sind, die Riesenfichtenbäume. Weil da kann man ja Pozzol finden. Und ich will da mal unbedingt testen, ob man Pozzol so bearbeiten kann mit der Hacke. Weil eigentlich ist Pozzol ja kein fruchtbarer Boden. Das heißt, da dürfte man das eigentlich nicht machen können. Aber ich weiß es ja nicht. Wer es noch nicht wusste. Deswegen will ich das mal testen. 1, 2, 3, 4. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wäre mal cool zu wissen. Weil rein theoretisch geht das nicht. 1, 2, 3, 4. So, dann kommt hier das nächste nochmal hin. Dann brauchen wir noch zwei Stück. 1, 2. Und dann machen wir das hier dasselbe noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kommt hier nochmal hin. Oh, ich habe sogar nur 3 gemacht. Ich habe gedacht, ich habe 4 gemacht. 1, 1, 2, 3, 4. So. Wird schon funktionieren. Jetzt wird es eh Nacht. 1, 2, 3, 4. Aber das kriegen wir noch hin, bevor es komplett dunkel ist. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. Na, na, na. Ich glaube, ich mache nochmal die Karte aus der Hand, weil irgendwie nervt die und die brauche ich auch eh nicht unbedingt. Brauche ich ja eigentlich nur, wenn ich irgendwo hingehe. Und so habt ihr nicht die ganze Zeit diese penetrante Karte im Blickfeld irgendwie. So sieht man mehr. So. Ich glaube, das muss jetzt erstmal genug sein, denke ich. Fürs Erste. Ich könnte ja mal, wenn ich will, könnte ich so eine richtige, wie so eine richtige Stadt eigentlich bauen. Könnte man rein theoretisch machen, weil ich meine, das Haus ist ja recht modern eigentlich. Das kann man so stehen lassen.
Dann gehe ich noch pennen. Habe ich eigentlich oben das Bett stehen? Ah, ne, ich habe das Bett in meinem Inventar. Ich bin noch dümmer, als ich gedacht habe. Ich gucke irgendwie die ganze Zeit da nicht drauf. Ich weiß nicht warum. Gehen wir einfach schlafen. So. Dann einmal Bett abbauen, damit es noch... Wird es Tag? Ist schon Tag? What the fuck, das sah irgendwie gerade überhaupt nicht anders aus als vorher. Dann bauen wir, würde ich sagen, auf jedem Drittel immer eine Sache an. 1, 2, 3, 4. Am besten immer auf einem Drittel Karotten, auf einem Drittel das. Und auf dem anderen Drittel das. So. Da müssen wir uns jetzt hier die Samen holen. 2, 3, 6 sollten eigentlich reichen. So viel ist, so viel Platz beansprucht das jetzt, glaube ich, auch nicht. So. Dann einmal hier. Ja, ach ne, jetzt kommen die Hühner, ey. Geh weg. Kriegst nix. Ich hab nix für dich. Du kriegst erst was, wenn du mir ein Ei droppst. Ansonsten kriegst du nix. Wahrscheinlich läuft das Huhn einfach dann da rein und kriegt dann irgendwie automatisch was, weil ich einfach drauf getippt habe. Nein, geh weg. Das kommt wieder da rein. Ich würde sagen, dann machen wir für jedes Feld auch hier so eine Chest gerade hin. Stellen wir einfach hier vorne dran. Würde ich gerade sagen. Es sieht zwar jetzt nicht so ganz schön aus, aber besser als nichts. Das ist ja nur erstmal, um ein bisschen was zu farmen. Na ja gut, von Karotten und Kartoffeln haben wir nicht so viel, wie man sieht. Also wird wahrscheinlich für nicht so viel reichen. So. Aber wir können das ja rein theoretisch vermehren. Müssen wir uns halt jetzt Knochenmehl noch holen, aber das mache ich. Mache ich jetzt nicht. So, kommt das hier hin. Dann das noch so. Oh, und dafür reicht es sogar noch. Ja, haben wir ein bisschen mehr. Aber fürs Erste reicht das so. Denke ich mal. Blümchen haben wir hier noch drin. Ah, wir haben sogar Knochenmehl dabei. Dann ist es sogar noch besser. Dann machen wir es doch gerade, wenn wir schon dabei sind. So. Machen wir daraus noch ein bisschen was. Und vermehren das mal gerade ein bisschen schnell. So. Einfach hier so ein bisschen draufklatschen. Bis das Stack weg ist, würde ich sagen. Hier hinten war auch noch. Und hier lasst dann noch. So. Dann bauen wir das alles hier mal ab. Und dann haben wir ein bisschen mehr rausgekriegt, würde ich sagen. Warum will der die jetzt essen? Ich will nichts essen. So, fast ein ganzes Stack noch mehr bekommen. Am besten mache ich erstmal so. Geht doch schon mal ein bisschen besser. Ist doch schon mal wenigstens etwas mehr. Jetzt machen wir noch das andere Stack hier für unsere Kartoschkas. Oh, da ist schon wieder Weizen. Mist. So. Einmal hier alles machen. Hat sogar, glaube ich, fast komplett, hat sogar komplett fürs ganze Feld gereicht. Können wir sogar hier noch ein bisschen gerade reinmachen. Vor allem, ich habe hier noch ein bisschen was vergessen, zwei Dinger. Eins brauche ich noch. Ja, perfekt. Oder warum geht das kaputt, hä? Oder habe ich da nichts hingebaut? Na, egal. So. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen mehr... Kartoffeln. So. Dann kommt das da alles hin. Und dann haben wir vorerst, wie gesagt, ein bisschen was. Können wir einfach ein bisschen chillen, ein bisschen warten. Und dann regelt sich das eigentlich alles von selber, denke ich mal. So. Und dann würde ich sagen, haben wir das geschafft für die Folge.
Machen wir das gerade mal da rein. Und der Rest bleibt so. Was da noch alles drin? Ah, Zuckerrohr könnten wir auch noch machen, wenn wir wollten. Genauso wie Melonen und Kürbisfarbe. Da unten war, glaube ich, noch was. So, dann machen wir das dann noch rein. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.